Auf diese Errungenschaft sind wir besonders stolz. Die Verbannung der Obdachlosigkeit aus dem 21. Jahrhundert. Damit es uns in Zukunft nur noch für Stadtführungen braucht. Mich beeindruckt dein Leben auf der Gasse, du erlebst, wie es wirklich ist. Nicht mehr wünscht, dass ich hier sitze. Okay. Schlafen hast du vergessen. Schlüge, es sind zwei Schlafsäcke da hinten. Vielleicht schlafen sogar zwei Menschen da. Obdachlos im Advent 2021. Sie frieren, sie betteln, sie suchen Unterschlupf. 543 Menschen sind in der Schweiz aktuell offiziell obdachlos. Wahrscheinlich sind es aber sogar noch mehr. Aber wer sind die Menschen, die Obdach suchen im Advent 2021, während wir Geschenke kaufen oder Glühwein trinken? Ich bin Matthias Kempf, bin Reporter bei Blick TV und ich bin eingetaucht ins Leben auf der Gasse zu Basel, zu Bern und zu Zürich. Es ist Mitte Dezember in Zürich. Es ist kalt, es schneit und die Temperaturen sind so um die 0 Grad. Für mich gilt es jetzt ernst. Ich will wissen, wie sich das anfühlt, obdachlos zu sein. Zuerst einmal suche ich Schaume. Aber das ist viel einfacher gesagt als gemacht. Schauen Sie mal schneller rein. Ja. Vom Sicherheitsdienst. Okay. Ich nicht erwünscht, dass Sie hier sitzen. Okay. Es ist möglich, dass Sie Ihren Standort verschieben. Okay, wo soll ich hingehen? Das weiss ich nicht. Da bleiben können Sie nicht. Bitte, Jürgen. Können Sie das? Ja, sicher. Ich würde Sie darum bitten, vielleicht irgendwo anders hinzusitzen. Da dürfen Sie leider nicht sitzen. Okay, ist das Privatgrund? Ja, leider. Okay. Aber Sie finden sicher woanders auch ein okay. Schönes Plätzchen, oder? Super, mache ich. Soll ich Ihnen aufhelfen? Nein, das ist gut. Ja. Dankeschön. Super, hat grandios funktioniert. Ich bin den ganzen Nachmittag an der Bahnhofstrasse gesessen und bin durchgehend einfach weggeschickt worden. Aber jetzt mal ganz ehrlich, die Menschen, die nur einen halben Meter neben mir teure Uhren oder Schocke angeschaut haben und mir keines Blickes gewürdigt haben, das ist mir eingefallen. Für die bin ich wie Luft. Und dann wird es Nacht. Es ist Zeit für mich, einen Schlafplatz zu suchen. Aber das ist gar nicht so einfach in der Stadt. Ich meine, wo würdest du suchen in der Stadt, wenn du einen Schlafplatz brauchst? Ich irre umeinander an Bahnhöfen und im Parkli. Weit nach Mitternacht finde ich dann endlich meinen Schlafplatz unter einer Brücke. Es ist immer die Temperatur, die man ein bisschen Sorgen hat. Es ist mehr so. Ja, man ist einfach. Es ist offen da. Man ist einfach draußen. Es kann jederzeit irgendjemand kommen. Schlafen? Vergiss es. Ich stand auf und laufe ein bisschen neben meinem Schlafsack umeinander. Bis ich dann nach den 2 am Morgen ein richtig mulmiges Gefühl bekomme. Kommt ein zu mir und fragt mich, können wir Uhren abgleichen? Nach den 2 am Morgen. Ich sage ihm, ja, es ist 206. Er sagt, ja, es ist auch 206 bei ihm. Dann schaut er mich an, schaut meinen Schlafsack an, schaut mich an, wünscht einen guten Abend, geht weg und telefoniert. Seitdem kriege ich da kein Auge mehr zu. Weißt du, wie ist mir das eingefahren? Ich habe gemerkt, dass ich draußen völlig ausgeliefert bin und dass mein Schlafplatz eigentlich auch nicht so gut war, wie ich gemeint habe. Und trotzdem, jede Nacht schlafen in der Stadt Zürich über 20 Menschen draußen, freiwillig. Weil in der Schweiz muss niemand draußen schlafen, der das nicht will. Allein in der Stadt Zürich gibt es x Angebote für Anständige. Es gibt zum Beispiel Notschlafstellen von Privaten oder von der Stadt. Es gibt Cafés, wo Obdachlose hingehen können und den Tag verbringen und auch gratis zu essen und zu trinken bekommen. Und die Stadt kauft sogar ganze Wohnblöcke und vergibt sie an Bedürftige. Da haben wir wirklich eine dauerhafte Unterbringung für die Menschen gefunden, häufig mit psychischen Problemen, mit Drogenproblematiken. Wir sehen das als sehr grossen Erfolg. Man sieht vor allem auch, dass es den Menschen besser geht. Wir sehen auch, dass sonst Institutionen, Tagesstrukturen entlastet werden. Einfach weil die Menschen, die natürlich da dauerhaft untergebracht werden, sind ruhiger im Alltag, können ihr Leben einfach besser bewerkstelligen. Von Zürich geht es weiter auf Bern. Anders als Zürich stechen einem die Randständigen hier gerade ins Auge. Ich rede mit ihnen und merke, nur ein kleiner Teil von ihnen hier ist effektiv obdachlos. In der Stadt Bern sind es etwa 40 Menschen, die jede Nacht draußen verbringen. Einen davon lerne ich kennen. Es ist der Serchi aus Spanien, der hier in der Stadt Bern bettelt. Manchmal schläft es richtig gut, aber du weißt es halt nie. Gewisse laufen einfach an dir vorbei und andere geben sogar ein Nötchen. Darf ich auch fragen, was bekommst du am Tag? Es kommt halt darauf an, wie viele Stunden dass ich auch da sitze. Manchmal sind es 20 und manchmal sind es aber auch 100 Franken am Tag. Betteln ist in der Schweiz eigentlich illegal. Der Serchi sagt mir, die Polizei sei schon oft bei ihm vorbeikommen. Einen Bus hat er aber nie bekommen.
Und dann wird es Nacht über Bern. Es ist wieder Zeit für mich, einen Schlafplatz zu suchen. Und eins ist an dieser Stelle klar. Draussen schlafe ich nicht. Nie mehr. Ich gehe ins Passantenheim von der Heilsarmee. Wie jeder, der hier ankommt, muss auch ich zuerst ein Check-in machen und die Hausregeln unterschreiben. Die sagen, Drogenverbot, Nachtruhe ab den 10 Uhr und Männer und Frauen schlafen trennt. Dafür darf dann auch jeder bei der Heilsarmee schlafen, der die Regeln unterschreibt. Wir haben eine ganz breite Palette von Leuten, die irgendwo in Wohnnot geraten sind. Das kann durch Suchtprobleme sein, Eheprobleme, Familienprobleme, auch mal jemand, der ein Kind oder eine Angehörige im Spital hat. Heute Nacht teile ich mir das Zimmer mit zwei Eritreern und einem Mazedonier. Ich habe mir das nicht so schick vorgestellt. Es ist ein bisschen wie in einem besseren Hostel oder hast schon schlechtere Lage erlebt. Aber mal schauen, wie dann effektiv die Nacht wird. Meine Anfangseuphorie verfliegt schnell. Ich habe eine unruhige Nacht. Es ist ein riesiger Lauf in dem Haus. Es war eine unruhige Nacht. Mein Zimmergenosse ist etwa 20 Mal aufgestanden gefühlt. Und man hat gemerkt, da sind viele Nacht aktiv. Und was die genau machen, ich weiss es nicht. Und auf der Toilette hat man jetzt ein Geschmäckchen auch. Und da liegt zum Beispiel ein Löffel, der dann plötzlich da ist. Am Morgen. Ja, also man merkt schon, da geht etwas zur Nacht. Dass ich nicht gut geschlafen habe, liegt nicht an der Einrichtung. Die Betten sind gut, es hat WLAN, es hat Steckdosen, man kann duschen, es ist alles blitzeblank. Und auch zum Morgen ist zwar simpel, aber es erfüllt seinen Zweck. Wenn ich wählen würde, dürfte ich auch den Tag hier in der Wärme verbringen. Das mache ich aber nicht. Für mich geht es weiter von Bern auf Basel. In dieser Stadt leben so viele Menschen draussen wie sonst nie in der Deutschschweiz. Bis zu 100 Menschen schlafen unter freiem Himmel Nacht für Nacht. Für die ist der Schwarze Peter eine wichtige Anlaufstelle. Einmal in der Woche können sie sich hier Obdachlose gratis Kleider holen und sie können sich Post auch hier anschicken lassen. Das ist sozusagen der dichtest bewohnte Wohnturm in Basel-Stadt. Hier wohnen eben die gut 300 Menschen. Offiziell hat jeder sein Postfächchen, Hängeregister, wo wir die Post rein sortieren. Zweimal in der Woche können sie Post abholen. Spätestens dann vor einer Abstimmung, wenn dann die ganzen Abstimmungskuverne kommen oder die Steuererklärungen, dann müssen wir noch ein, zwei Schubladen anbauen. Wie sie beim Schwarzen Peter eine Adresse haben, können sie zum Beispiel Sozialhilfe beziehen, sie können sich für Wohnungen bewerben oder auch ihre demokratischen Rechte wahrnehmen, also an Abstimmungen teilnehmen. Trotz dem Angebot gehen jetzt Basel viele durch die Maschen. Weil wer nicht in der Schweiz gemolden ist, der darf von vielen Hilfsangeboten auch nicht profitieren. Eine neue Studie von der Fachhochschule Nordwestschweiz zeigt jetzt, von diesen Menschen gibt es immer mehr. Am Tag, da sieht man sie nicht, aber zur Nacht fallen sie auf. Und zwar am Euro-Airport Basel-Mulhouse. Es ist nach den 9 Uhr, der letzte Flieger geht in ein paar Minuten. Und trotzdem sehe ich rund ein Dutzend Menschen, die sich hier für die Nacht bereit machen. Do you speak German? Englisch? Ich rede mit ihnen. Vor der Kamera will zwar niemand etwas sagen, aber es ist prompt so. Die meisten von ihnen kommen aus Osteuropa, haben keinen festen Wohnsitz hier und nehmen am nächsten Tag auch keinen Flieger. Und teilweise sind sie schon richtig gut eingerichtet am Flughafen. Schau, es sind zwei Schlafsäcke hier hinten. Und da unten ist alles vorbereitet, das ist ein Schlafplatz. Es ist so eine Glasscheibe und ein Brett unten dran, damit es ein bisschen aufgeht. Das ist eigentlich wie eine angenehme Rückenstütze. Man hat. Und zwei Schlafsäcke, vielleicht schlafen sogar zwei Menschen da. Ich hatte das auch nicht gesehen auf den ersten Moment. Vor allem, sie ist unter der Rolltreppe. Man hat richtig seinen Frieden. Niemand sieht ihn noch. Es ist völlig versteckt. Während die Menschen am Euro-Airport ihre Nacht verbringen, geht für mich hier mein Experiment zu Ende. Es ist klar, einen realistischen Einblick kann ich in so einer kurzen Zeit natürlich nicht kriegen. Aber ich habe ein Gefühl bekommen. Ich habe gemerkt, wie man sich unsicher fühlt, wenn man draußen schläft. Und ich habe auch Verständnis für Menschen, die trotzdem nicht möchten in eine Notschlafstelle schlafen. Weil dort haben wir Menschen rundum, die einen mental einfach anbeziehen. Gesamt darf man aber sagen, die Institutionen in der Schweiz die funktionieren. Es muss niemand draussen schlafen, es muss niemand verfrieren. Es gibt so viele Menschen, die freiwillig denen helfen, die gar nichts haben. Und diesen Menschen gilt mein grösster Respekt.